Ein uraltes Wesen, das unsere Vorfahren einst verehrten. Längst vergessen. Und aus gutem Grund. Ogai will seine Geheimnisse und seine Aufmerksamkeit. Er durchwühlt unsere heiligen Urnen wie ein Kind Süßigkeitengläser. What? Der Wahn dieses Eremiten kennt keine Grenzen. Okay. Ja, klingt nach einem gesunden Dude auf jeden Fall. Natürlich hat er das. Er hat uns nie zugetraut, irgendwas allein zu tun. Mein Bruder Kader verkauft unsere Waren in einem Lager nördlich von hier, falls ihr auch nach ihm sehen sollt. Oh, und wenn er mitten in einem Handel steckt, unterbrecht ihn nicht. Nee, wir unterbrechen ihn nicht, wenn er mittendrin steckt, alles easy. Verkaufen. Warum nicht? Ein bisschen mehr Motivation, Lady. Was hat sie gesagt? Das klingt gut für mich. Sein muss. So eine Art. Ah, die hat sich ihren Job gut ausgesucht anscheinend. Nee. Oha. Wir sind im Geschäft. Gesegneter Akarat, Geister der Sandre, gewährt meinem Wagen sicheres Geleit. Dieser Baum, der von langer Zeit von den Erbauern von Jirandai bewahrt wurde, ist das Zentrum der Jinsuk-Schreins. Die Gebetskerzen werden Tag und Nacht angezündet von Reisenden und Kaufleuten gleichermaßen. Ich hätte den ganzen Baum angezündet. Können wir immer noch tun. Spricht nichts dagegen. Stallbesetzer ist mit meinem Schatz Tucci davongelaufen. Diese Ziege war wie ein Sohn für mich. Bei seinem Lächeln Okay. Hat man alle Sorgen vergessen. Jetzt hat Garni nach Karajisu gebracht, außerhalb meiner Reichweite. Oh, Tucci. Das war so sagen, wir brauchen mehr Spiele wie Goat Simulator. Ich habe heute so viel Scheiße gemacht, habt ihr auch kaum geklippt. Nein. Es tut mir leid, Sorge. Doch ich... Mein Kind. Die Jungen sterben und die Alten verbleiben. Wann wird das enden? Ich will, dass jede Spinne im Ödland ausgemerzt wird. Ich weiß nicht, ob sie Gefühle haben. Ob ihre Königin denselben Schmerz verspürt, wenn sie ihren Brut verliert. Dennoch soll es geschehen. Bringt mir das Herz der Königin. Oh nein. Ich hab geklippt, ich kann nicht immer onbleiben. Du bist ja auch nicht allein gemeint. Genug Leute im Chat. Wenn ihr einen Ausschlag habt, behandelt ihn selbst. Was für ein Ausschlag? Geh mal weg. Alter, wir gehen so komplett außen rum und in der Mitte ist einfach ein komplettes Loch. Schön. Oder genau da, wo die Hauptquest ist, sind wir nicht. Ja. Ja, kriegen wir noch alles. Ich folge unauffällig. Hinter mir schwabbelt was. Das ist die Niere. Guck mal, da ist eine Ziege. Können wir ihm nicht die bringen? Noch eine? Ja, nee. Nee, schade. Ich meine, der Rest kann auch klippen. Wow, Chloe, wow. Wow.
Ich brauche Zeit, um das zu tun. Zwiebeln grillen, was willst du machen? Was, ich will Zwiebeln grillen? Das ist mir neu. Hey, mein Golem rastet aus, alles klar. Beruhig dich. Diese elenden Toten behalten ihre Geheimnisse für sich. Verrottende Knochen. Nutzlose Lügner. Sie hatten das Privileg, den Grinsenden zu kennen. Seine Geschenke zu erhalten. Unwürdig! Allesamt! Ich habe ihren Staub gesammelt, ihn tief eingeatmet. Alter. Keine Antworten, nichts, nur Kopfschmerzen. Der Staub der Schwachen, des Grinsenden nicht würdig. Vielleicht könnt ihr richtige Knochen finden. Ja, ja. Bringt mir ihren Staub. Brecht das Schweigen. Auf dem Boden liegt auch Staub. Willst du nicht lieber den haben? Ach, Knochenstaub-Koks hier. Die Toten haben keine Lippen. Was? Keine Zunge. Staub trägt Stimmen. Und Geheimnisse. Unwürdiger Staub trägt. Unwürdiger Staub trägt Kopfschmerzen. Oh Mann. Geht mit dir. Alte Bringer ewiger Seligkeit. Als ich sein Lächeln sah, war alles andere egal. Ich fühlte ihn, hörte sein Geflüster, doch dann Stille. Stille, mehr so wie dieser Witz, der da gerade im Chat mehr ist. Stille. Mehr Stille. Aber ich weiß, dass er sprechen kann. Ich weiß, dass diese Toten seine Worte gehört haben. Heute tut aber auch weh, ne? Ich werde es erfahren. Mit dem grinsenden Sprechen. Beweisen, dass Urgai würdig ist. Oh, warum kommt jetzt ein Skelettwitz? Wieso können Skelette schlecht lügen, weil sie so gut durchschauen, gut zu durchschauen sind? Okay. Ach ja. Wunderbar. Ist das nicht schön? Warum ist ein Backofen wütend? Weil er auf 180 ist. Wollt ihr nicht lieber Subs verschenken, dass ich Flöte spiele oder. Oder irgendwas als diese Witze? Ja. Aber. Es tut einfach nur weh. Ja, gerne. Wenigstens du bist kein Anti. Ja. Ach ja, An immer Ring, wieder schön. Ringding. Oh nee, danke für deine... Meine? Oh mein Gott. Das ist ja
schrecklich. Denselben Song nochmal. Oh mein Gott. Ich fand's super. Danke, Chloe. Ich finde es schön, dass es alles dann auch so richtig schrecklich klingt. Wunderbar. Das ist super. Ein Traum. Das darf nie wieder weggehen, das ist... Lausch im Wald. Danke für die 100 Bits. Ich kann leider keinen Song spielen, ich muss vielleicht mal was üben, lernen oder so. Klipp ja schon. Ach jetzt, wo ich scheiße spiele! Würdiger Staub, die Geheimnisse. Er kommt, der Sadismus wieder raus. Jetzt schnifft er am Staub. Swiffer. Der Staubmagnet. Wie kann ich sagen? Er ruft nach mir. Ich muss nur. Ew. Gesundheit. Es geht mit dem. Stefan, danke für die 100 Bits. Das klingt wie ein Zug. Hype Train, danke schön. Beweist mir euren Wert. Und die jetzt her. Fangt mein ewiges Geschenk. Grinsende leitet mich. Orga ist würdig. Nein, noch nicht. Hallo, Ataxa. Noch nicht. Kommt zum Schrein des Alten. Seht seine Pracht mit eigenen Augen. Seht, wie Ogai seinen Wert unter Beweis stellte. Was ist denn mit dir? Ich folge dem nicht. Okay, danke für 169 und 331 Bits. Und Soulhacker, danke schön für die Vergiftung an Elmo. Und Stefan, danke für die 126 Bits. Liz, die neue Deutsche Bahn. Ja, Mann. Ich komme immer zu spät. Oh mein Gott, ich will so Albträume kriegen. Das ist sehr schnell eskaliert. Ja, zu spät, komm jetzt zu früh. Ja. Hallo Ben. Hallo Ben. Heute ist aber auch anders, ne? Heute ist ganz anders, ja. Das ist die neue deutsche Bahn. Heute ist wild. Ja, ich kann jetzt neue Experimente machen. Hallo Ben, mein Schnuckelchen. Ach, schön. Und hallo Soul. Ja. Hallo Soul. So. Was ist denn jetzt hin hier, der Knochenschnüffler? Ich bin noch nicht bereit. Nieres ist weiter links. Gichnus. Moin. Ach ja. Oh, Ben, du bist dieser Schnuckelchen.
Mach mal den Stimmverzerrer wieder aus, damit wir Teil haben an deiner tiefen Stimme. Ist mir gar nicht aufgefallen. Was, Ben? Oha! Oha. Mit der tiefsten Stimme, die ich habe. Ich brauche Boah, jetzt bin ich beleidigt. Extra so viel Mühe gegeben. Okay, dachte, das spinnt immer rum. Nee, wir spinnen rum. Das sieht hier sehr schön aus. Ja, alles voll mit Blut und so. Voll Spinnis. Aber ich mag es mit einer tiefen Stimme Schnuggelchen getan zu werden. das ist eine sehr fette Spinne, das ist nicht so cool. Ja, das stimmt. Die haben wir gleich. Oh, auch noch das Herz mitnehmen, Alter. Wisst ihr, was ihr auch habt? Ein an den italienischen Waffeln. Was? Oh, jetzt eine Waffel wäre geil. Ja, das wäre jetzt cool. Müssen wir jetzt da rein? Keine Ahnung. Übrigens lächelt Karawane. Also das Herz können wir zurückbringen. In Dungeon wäre jetzt ein bisschen schwierig, weil es gleich 22 ist. Aber wir können Stimmt, die Aufgabe, diese ätzenden Ehrgeiz noch machen und dann das andere noch wegbringen. Alles klar. Das können wir noch machen in Ruhe. Und dann noch die Hauptaufgabe und dann gehen wir noch dahin und dann... Gott. Dankeschön ja, für den Hype Train. Nur mal kurz Hauptstory testen. Mhm. Erstmal durchspielen. Nur kurz noch das machen? Ja, okay. Ja, wir müssen noch einen Abschluss finden. Wir sind jetzt hier gerade mitten im Gebiet. Ja. Sobald wir Lilith besiegt haben. Ja, sobald wir Lilith... Was? Haben wir einen guten Abschluss, von daher. Wait a minute. Tja, das kriegen wir doch schnell hin. Easy. Und dann noch die Rüstung testen. Ja, ganz kurz. Noch ganz minimal. Ich nehme meinen PC dann auch mit auf die Arbeit einfach. Mach mal. Kurz Abbaupause, aber ansonsten. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ja, morgen beim Tätowierer spiele ich dann währenddessen. Ah, ja, wäre eine gute Ablenkung von den Schmerzen. Ist so nicht verkehrt. Ja. Dann muss ich aber so spielen. Ach, das geht schon. Ja. So ein bisschen. Anders. Der Wille zählt. Oder so. Ich muss mich mit meiner Nase mal heilen dann. Weil ich mit der Nase noch den Knopf drücken muss. Dann wäre eine Tastatur fast besser. Ja. Ich glaube, Lisa macht mit Absicht aus, wenn du kommst. Was? Hä? Wie? Ich mache mit Absicht aus. Der Plan steht unten! Ich überziehe sogar dann wieder. Weil wir schwer das ausmachen. Stimmt, ja. Ich bin noch nicht bereit. Blöblitz habe ich schon Patent angemeldet. Sagt der, der im Keller eingesperrt ist. Du hast gar nichts zu sagen hier. Komm doch her!
bedrohliche Stimme ist bereit. Nee. Wir klonen sie einfach, dann hat jeder was davon. Ob das so gut ist, ist die andere Frage. Weiß ich nicht. Zwei Lilis auf dem Planeten. Mm. Ja, einmal pro Chat-Nutzer. Wenn schon, denn schon. Taxa, ich hab alle. So, was will das Spiel jetzt von uns? Irgendwas müssen wir finden. Ich hab Gegner gefunden. Die haben dich gefunden. Ah, Auslegungssache. Also nicht ärgern, Lisa. Ich brauche mehr Zeit. Außer den Willen zum Grillen, den hat sie nicht. Was? Okay. Spalte, oh nein. Das gefällt mir nicht. Spalter und Verschlinger. Ja, ja. Die Spalten werden verschlungen. Da werden wieder alle wach. Ja. Das war klar. Ihr Ferkel. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ja. Ich habe keine Ahnung. Suchen. Ja, hier ist das einzige Kannibalen-Dings. Ich hab dann. Mach das, Brownie. Oh. Viel Glück. Säubert den Keller. Noch ein Spalter. Ja. Sie haben sich von mir ernährt. Meine Seele. Bitte. Entreißt sie ihnen. Lasst es enden. Enden? Seele und Enten. Aha. Also die Chloe. Seele hole ich mir dann gleich. Ja, easy. Es ging um Enten, deswegen. Ja, das auch. Was ist braun, knusprig und läuft mit dem Korb durch die in den Wald? Brotkäppchen. Ja, schön. Ich habe einen Joghurt fallen gelassen, der war nicht mehr haltbar. Der war gar nicht so schlecht. Ich muss warten. Das war furchtbar. Eigentlich ja, Chloe, welche Körbe sammelt, aber Brotkäppchen finde ich auch gut. Hey, du verteilst immer die Körbe. Oh. Gut. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Chloe ist braun und knusprig, ja, sie ist Ente-Shop, so. Was macht ein Drache im Fußballstadion, die Leute anfeuern? Wo ist denn Kader? Wo? Wer ist Kader? Das ist eine gute Frage. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Wie heißt die aktuelle Quest? Ätzen der Ehrgeiz. Ach, hier. Nee, das ist ganz normaler Nutzer, Ben. Also, das ist auf gar keinen Fall ein Bot. Wie kommst du darauf? Hä, Ben, das ist beleidigst die Gefühle von mir. Ja, echt mal. Das ist auch ein bisschen gemein. Ja. Ja. Das ist die beste Female Fortnite-Spielerin ever. Jetzt würde ich jetzt einfach sowas zu ihr sagen.
Müssen wir nicht zurück zu dem Typen? Ich brauche mehr Zeit. Ich weiß sogar nicht, wo der Typ ist. Unterhalb vom Teleportationspunkt bei Chirandai. Wenn es jetzt um Ätzen der Ehrgeiz geht. Keine Ahnung, hier oben sind noch... Oh mein Gott. Es ist unübersichtlich. Also jetzt nach Chirandai oder was? Ja, da können wir es anscheinend abgeben. Da steht, kehrt zu Ordun zurück. Bei mir zumindest. Okay. Die Witze wiederholen sich manchmal. Ja, ich kriege immer diesen Witz mit dem Hammer. Ach stimmt, hast du erzählt, ja. Mhm. Stimmt, stimmt. So, wo ist jetzt... Ich habe hier keine Aufgabe, die ich abgeben kann, nur die hier. Pockiges Herz habe ich. Hält dir dann bei der anderen Quest noch irgendein Item oder so? Ja, keine Ahnung, deswegen weiß ich doch nicht. Das ist manchmal seltsam mit dem Spiel. Welcher Witz mit Hammer? Weißt du, was Hammer, was ein Hammer ist? Was Hammer ist? Ein Werkzeug. Den kriege ich laufen, wenn ich das eingebe zum Kotzen. Ich hätte euch nicht dort hinschicken dürfen. Vergebt meinen Zorn. Vielleicht muss jetzt niemand mehr dort sterben. Spinne tot, Spinne abgehen. Ja, und sonst? Ich komme mal zu dir. Ist komisch, dass du die andere nicht abgeben konntest. Nee. Vielleicht sollten wir uns mal aufschreiben, wer was nicht abgeben konnte und dann die Sachen noch machen. Das sieht man ja eh, die bleiben ja dann aktiviert. Ja gut, stimmt. Okay, ich hab beide weg jetzt. Okay. Seltsam. Ja, dann hab ich halt eine erstmal. Schade. Nicht, solange ich in der Stadt bin. Ah gut, wir haben ja noch ein paar Nebenquests und Kreise auf der Karte. Da oben sind ja noch mehr neue. Mhm. Rechts von uns auch. Versalzene Eifersucht ist auch da.